Warte mal, ist Gott vielleicht enttäuscht von mir? Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal selbst gestellt. Mich hat sie auf jeden Fall schon öfters mal beschäftigt. Vielleicht hast du dich auch mal mit Freunden drüber ausgetauscht. Weißt du, heute möchte ich dir und mir Ermutigung mitgeben, wenn du dir diese Frage stellst. Hat Gott vielleicht das Gefühl, enttäuscht von mir zu sein? Kann Gott enttäuscht von mir sein? Ich freue mich jetzt mit dir in dieses Thema hier reinzustarten bei Stay on Fire. Und ich möchte dir gerne einfach zwei wichtige Punkte mitgeben, wenn du dir die Frage stellst, kann Gott enttäuscht von mir sein und ist er vielleicht enttäuscht von mir? Hey, der erste Punkt ist, Gott kennt dich komplett, ja? Und wenn man jemanden oder etwas komplett kennt, dann kann man nicht enttäuscht sein, ja? Denn Enttäuschung bedeutet ja, dass man von etwas enttäuscht wird, also eine Täuschung wird genommen. Aber Gott ist allwissend, er ist allmächtig und er kennt dich durch und durch und er kann nicht von dir getäuscht sein und dann auf einmal quasi enttäuscht sein, wenn er auf einmal merkt, boah, krass, die Person ist ja gar nicht so, wie ich eigentlich gedacht habe, ja? Das funktioniert bei Gott nicht. Und unterstützend dazu habe ich dir noch einen Bibelvers mitgebracht, der steht in Johannes 2, die Verse 23 bis 25, das folgende und zwar: Während des Passafestes hielt sich Jesus in Jerusalem auf. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte, und glaubten deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Mein zweiter Punkt für dich ist, Gott hat natürlich aber Emotionen. Ja, das Alte Testament ist voll davon, dass Gott wütend auf sein Volk ist, wenn es sich nicht so verhält, wie er sich es vorstellt, wie er das Beste für sie möchte. Ja, wenn sie gegen seinen Willen handeln, dann wird Gott wütend. Oder Jesus wird traurig, er weint sogar, als sein Freund Lazarus stirbt und die Leute jetzt nicht mehr glauben, dass Jesus noch etwas tun kann. Das sind so ein paar Beispiele aus der Bibel, dass Gott durchaus Emotionen hat. Allerdings kann er nicht in dem Sinne enttäuscht von dir sein, wie du zum Beispiel enttäuscht bist, wenn du eine schlechte Note geschrieben hast oder enttäuscht bist von einer Person aus deinem Leben. Denn Gott ist allwissend und allmächtig. Und die Wahrheit ist ja, dass Gott dich durch und durch kennt und gleichzeitig liebt er dich durch und durch. Auch wenn du meinst, falsch abgebogen zu sein, ist es so, dass Gott immer noch den besten Weg für dich in petto hat und du kannst immer noch und jederzeit zu ihm zurückkommen in seine liebenden Arme. Es erzählt auch die Geschichte vom verlorenen Sohn in der Bibel. Das bedeutet, nein, Gott ist nicht enttäuscht von dir. Gott kann traurig über dein Verhalten sein, Gott kann auch wütend darauf sein, aber es ist immer ein liebevolles Wütend sein, ein liebevolles traurig sein, weil er mit dir mitleidet, das Beste für dich will. Er steht immer mit offenen Armen bereit und ist bereit, dich und dein Leben zu verändern. In diesem Sinne, stay on fire!